Was heute Nacht abgelaufen ist, hat einmal mehr gezeigt, dass das, was die Aktienmärkte hier veranstalten, eigentlich eine Farce ist. Und es hat zweitens gezeigt, dass dieser Handelsdeal zwischen den USA und China schon dreimal mehr eine Farce ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Ausblick auf das Geschehen heute. Gestern ja ein positiver Tag an den Aktienmärkten. Möglicherweise ist so ganz klar, ist das nicht wegen Stimulushoffnungen. Eigentlich waren die asiatischen Märkte ja zunächst negativ, dann aber drehte alles ins Positive. Heute waren die asiatischen Märkte extrem negativ, teilweise am Start, und dann drehte alles wieder nach oben. Und den Grund dafür, den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der Auslöser dieser Bewegung war dieser junge Mann, Peter Navarro, der in einem Fox-Interview gesagt hat, ja, dieser Deal zwischen den USA und China, der sei Geschichte, der Deal ist done, der ist vorbei, und die Märkte plumps rauschten nach unten. It's over, so hat Peter Navarro heute Nacht gesagt, und da kam es, wie gesagt, zu allem, was Risk Assets sind, zu Turbulenzen, die wurden abverkauft, sichere Häfen wurden gekauft. Dann aber, weil offenkundig diese Reaktion manchen Herrschaften im Weißen Haus nicht gepasst hat, auftritt Larry Kudlow zunächst, der gesagt hat, nein, nein, dieser Deal ist nicht over. Alles gut, alles praktisch weiter intakt. Dann musste Navarro selbst praktisch dementieren, naja, das ist doch alles aus dem Zusammenhang gerissen worden, das hat man völlig falsch interpretiert. Ich wollte doch nur sagen, dass das Vertrauen so ein bisschen erschüttert ist zwischen uns und der kommunistischen Partei. Und dann Auftritte von Donald Trump himself per Twitter, the trade, China trade deal is fully intact, hopefully they will continue to live up to the terms of the agreement, also hoffentlich werden sie, naja, die Abmachungen auch wirklich einhalten. Schauen wir uns die Reaktion an den Märkten mal an, it's over, booms, runter hier der Dow Jones Future, ähnliches gilt hier unten etwa für Dollar zu Yuan. Mithin ist also der Yuan schwächer geworden, der Dollar stärker geworden. Das ist einer der besten Risikoproxys, könnte man sagen. Aber hier sehen wir, es ist vorbei. Und dann die Dementis, Kudlow, Navarro und Trump. Just kidding, also war alles nur ein kleiner Spaß. Aber war das nur ein Spaß oder was sind die Fakten? Die wollen wir uns mal anschauen. Hier zunächst mal eigentlich das, was diese Farce wirklich am besten beschreibt. Wir haben eine globale Pandemie, die vor allem in den USA ja alles andere als sehr abflaut. Kein Problem, wir kaufen Aktien. Wir haben einen Kollaps der globalen Ökonomie. Kein Problem, wir kaufen Aktien. Aber der China-USA-Deal ist gefährdet oder endet. Oh Gott, wir müssen Aktien verkaufen. Also so richtig sinnvoll ist das alles nicht. Das zeigte, dass die Märkte irgendwie so ein bisschen schräg drauf sind, nicht wirklich rational derzeit unterwegs sind. Schauen wir uns mal an, was zum Beispiel die Fakten sind in Sachen Coronavirus. Hier sehen wir, die Confirmed Cases in den USA, also die bestätigten Corona-Fälle, gehen deutlich nach oben in den USA, vor allem Texas, vor allem Florida. Diese Gebiete sind es, die derzeit stark Neuinfizierungen zeigen. Und wir sehen aber, dass die Todesrate nach unten geht gleichzeitig. Das liegt vorwiegend daran, dass sich immer mehr jüngere Menschen infizieren, die dann eben auch nicht versterben, wie die Älteren, die vielleicht in Altersheimen unterwegs sind oder leben. Da ist einfach die Todesquote, die Todesrate deutlich höher. Jedenfalls sehen wir diese massive Diskrepanz zwischen den Fällen und den Todeszahlen, aber gleichwohl die Fälle nehmen zu, sodass jetzt in Texas schon überlegt wird, vielleicht müssen wir doch zumindest partiell Lockdowns wieder hier installieren. Dann haben wir das, was sie sagen und das, was sie tun, in Sachen Farce nochmal der Märkte. Die USA werden 4 weitere chinesische Medien hier praktisch sanktionieren. Da müssen die Mitarbeiter dieser Medien, die in den USA sind, müssen melden, wenn sie sich von irgendwo hin bewegen. Und da ist also in jeder Hinsicht eine Meldepflicht, eine klare Überwachung wird dann passieren. Die Chinesen machen das ja auch mit amerikanischen Unternehmen oder Medienunternehmen inzwischen. Und da ist also tit for tat, wie die Amerikaner sagen, praktisch linke Backe, rechte Backe, was du mir tust, das tue ich dir, so ungefähr. Jedenfalls sehen wir, dass hier betroffen sind China Central Television, China News Service und das ist wichtiger, People's Daily und die Global Times, also damit praktisch die Sprachrohre
der Partei, der kommunistischen Partei. Das sind die Fakten, dass China wahrscheinlich jetzt in einer Pressekonferenz des Außenministeriums heute Vormittag weniger begeistert ist von dieser Aktion, dürfte klar sein, nämlich der Verbannung gerade der Flaggschiffe der chinesischen Medien. Das sind die einen Fakten. Die anderen Fakten sind, dass die USA offenkundig jetzt Ende der Woche wieder Aluminiumzölle gegen Kanada erheben will. Das heißt, diese ganze Zollgeschichte geht wieder weiter. Das ist etwas, was wir eigentlich schon hinter uns wähnten. Und wenn wir uns jetzt mal die Märkte betrachten, dann sehen wir hier den S&P 500 eigentlich in einer intakten Seitwärtsbewegung. Kurze Ausbrüche nach oben, immer durch ein Gap. Ansonsten sind wir in dieser Seitwärtsbewegung gefangen. Geht momentan nicht nach oben, nicht nach unten. Der einzige, der gestern wieder ein neues Allzeithoch erreicht hat, das ist der Nasdaq. Und hier sehen wir die Konzentration der fünf großen Aktien: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, die über 20%, deutlich über 20% an Marktanteil, an Marktkapitalisierung des S&P 500 haben. Das ist deutlich mehr als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble, damals mit Microsoft, General Electric, Cisco, Intel und Walmart. Wenn wir jetzt mal die Fang M nehmen, also da ist noch Netflix dabei, da ist Microsoft dabei, etc. Amazon, Nvidia ist noch dabei, Google und so weiter, dann sehen wir hier, dass wir hier bei 24% Marktkapitalisierung des gesamten S&P 500 sind. Und wenn wir nur mal Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google nehmen, dann haben die 23% gewonnen seit dem Tief, oder sind sogar 23% höher als im Vorjahreszeitraum. Und wir sehen aber, dass die durchschnittlichen Aktien in den USA, nämlich die 495 anderen, eben nach wie vor im Minus sind mit minus 3% oder auch minus 8%. Also wir sehen hier diese unglaubliche Dominanz der Tech-Werte. Und ist das gerechtfertigt? Wir sehen jetzt, dass Google das erste Mal in den USA rückläufige Werbeeinnahmen erzielen wird. Das heißt, wir sehen, dass die fundamentale Situation sich durchaus verschlechtert. Das wird ähnlich für Amazon gelten, das wird ähnlich für Microsoft gelten. Die Frage ist auch, wie wird dieses ganze Cloud-Geschäft laufen? Wird all das so weiterlaufen? Werden die Dinge so glorreich sein wie vor der Corona-Krise? Das muss abzuwarten bleiben. Aber wir sehen vor allem diese absolute Euphorie unter den Kleinanlegern. Hier stellvertretend wieder Dave Portnoy, der einen Börsenkürzel gescrabbelt hat. Das heißt, er hat per Zufall eine drei Würfel rausgenommen und kam dann auf RTX Raytheon, amerikanisches Rüstungsunternehmen, hat gesagt, kaufe ich, ist doch egal, was ich kaufe, die Fette wird uns eh alle ausbilden. Das zeigt diese Euphorie, diese totale Paranoia, zeigt im Grunde etwas, das so ähnlich ist wie eine Dotcom-Bubble, nur vielleicht sogar noch krasser. Dementsprechend ist das für mich ein klares Warnzeichen, dass die Dinge gefährlich werden. Zumal die Fed ihre Bilanzsumme nicht mehr ausweitet, sondern zurückfährt derzeit. Das sehen wir hier. Wir haben hier die größte Ausweitung eben dann Ende März und dann wurde es immer weniger mit der Ausweitung. Jetzt, wie gesagt, eine Schrumpfung der Bilanzsumme. Gleichwohl sind selbst die Bären immer optimistischer, was die Marktmacht der Zentralbanken betrifft. Das erste Mal, dass wir jetzt hier positiv sind, wie diese Grafik von Arbor zeigt. Man könnte also sagen, selbst die Bären werden bullisch. Auch das könnte man durchaus als Kontraindikator werten. Wie schaut es um die Wirtschaft aus in den USA? Vielleicht einer der besten Kennziffern ist hier Elektrizitätsnachfrage und Elektrizitätsverbrauch, Elektrizitätsproduktion. Hier sind wir bei 80% des Vor-Corona-Niveaus, das heißt nach wie vor 20% weniger in den USA. Und interessant ist, dass zum Beispiel hier JP Morgan schon ausrufte, dass die Rezession die kürzeste, die härteste, also die tiefste Rezession, aber auch die kürzeste in 100 Jahren gewesen sei. Hier sehen wir diese Covid-19-Recession. Die Frage ist nur, woher wisst ihr, liebe JP Morgan, dass diese Rezession schon vorbei ist? Klar, wir haben im zweiten Quartal ein dickes negatives Quartal, es wird ja in wenigen Tagen enden, aber wird dann wirklich das dritte Quartal so furchtbar positiv, vor allem zum Vorjahresquartal, würde ich eher meinen, nein, da wird weiter Rezession sein. Aber sei es drum, JP Morgan empfiehlt jetzt, kauft Aktien nach der größten Rallye
seit 5000 Jahren sollt ihr bitte Aktien kaufen. Na bitte schön, dann machen wir das natürlich alle. Schauen wir uns mal hier die Charts an von Capital.com. Ich glaube, ich habe es letztes Mal vergessen zu erwähnen. Hier sehen wir den Dow Jones hier mit diesem Spike nach unten. Wir schauen uns das mal auf 5-Minuten-Ebene an. Dann sehen wir das hier. Bums, ging es nach unten, bums, ging es wieder nach oben. Also es ist einfach der totale Wahnsinn. Hier diese Headlines, Navarro, China Trade Deal ist vorbei. Und dann Dementicutlow, Auftritt von Donald Trump per Twitter etc. etc. Praktisch diese Verluste komplett wieder egalisiert. Und jetzt sind wir in so einer Seitwärtsbewegung. Schauen wir uns mal den DAX auf Stundenbasis an, 12.300. 38, perfekte Seitwärtsbewegung, oben 12.450, 12.500 etwa diese Zone, unten die 12.100er Marke vielleicht relevant, vielleicht noch ein Blick auf den S&P 500, hier ähnliches Bild, 3.160 auf der Oberseite, 3.080, 3.040 auf der Unterseite, das sind die Marken, die derzeit zu beachten sind. Was macht Euro-Dollar aktuell bei 1,1267 hier auf 30-Minuten-Basis? Gold auf 5-Minuten-Basis sehen wir. Da waren wir gestern ja schon stärker unterwegs, aber hier auf 5-Minuten-Basis, wenn wir den Fokus mal hier auf 30 Minuten verengen, dann sehen wir, naja, ist das ein bisschen topisch, werden wir abwarten müssen. Nikkei wenig verändert und Crude Oil gestern ja über die 40er Marke deutlich gestiegen, jetzt wieder etwas tiefer bei $40,48. Also, es ist eine reine Farce, die wir hier sehen, und es wird immer klarer, was für eine Farce es ist. Man kann es vielleicht nicht klarer sagen, als eben Zero Hedge das hier gesagt hat. Egal, was an Nachrichten in Sachen Coronavirus, Lockdown etc., Kollaps der Wirtschaft kommt, alles egal, aber wenn da eine Headline in Sachen Handelsdeal kommt, dann ist das plötzlich ganz wichtig. Macht das Sinn? Nein, es macht keinen Sinn, aber es zeigt, wie die Aktienmärkte konditioniert sind. Es zeigt ein bisschen den ganz normalen Wahnsinn der derzeitigen Zeit. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start, meine Damen und Herren, in diesen so herrlichen Dienstag, sonnig und schön. Genießen Sie den Tag. Ich sage Servus und Ciao.